Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzmedizin Doctors Oath. So, wir können immer noch knapp noch nicht dahin. Ich habe eben dieses Level gemacht, obwohl ich gesehen habe, weil es hat mich wahrscheinlich hier zu sehr verwirrt hier, weil ich dachte, hier geht's irgendwie weiter. Und ne, ich dachte mir so, ja, was ist das Level? Und dann habe ich es unnötig gemacht, das heißt, ich musste noch eins jetzt spielen. Und ja, und jetzt können wir hier weitergehen. Warte mal. Ja, axiale Schichten, Minispiel Level F7, erreiche 70 Punkte. Ja, nehmen wir das mit dem mehr Herzen am besten, dass ich es auch nochmal neu machen muss. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es das ist. Ah! Ich glaube, das war gar keine so schlechte Entscheidung. Da ist was. Sterne, yeah! Aber nur wegen den Herzen. Ja, und ich wollte noch was erzählen. Mit der Bindehaut und mit der Bindehaut. Mit der Bindehaut und Zunge, das habe ich ja schon erzählt, aber ich muss da noch etwas sagen. Nämlich, es kann sein, dass ich so oder so nicht mehr. Wartet, verwende das Röntgengerät 50 Mal, dass ich so oder so nicht mehr so oft aufnehmen kann. Aber warte, ich muss hier erstmal. Irmi ist wieder da, Irmi. Oh, war das nicht dieser Opa da oder so? Oder wer war das? Herausforderungslevel F8. Irmi ist wieder da. Mache die Betten innerhalb von 5 Sekunden, nachdem sie genutzt wurden. Junge, was willst du von mir? Ah, nee, er war das. Ach du. Sorry. Ja, das wäre so ein alter Mann gewesen. Ja gut, so jung ist er jetzt ja auch wieder nicht, aber. Ich mache die eigentlich direkt immer sauber eigentlich. Gut, ob es 5 Sekunden sind, ich denke nicht. Sollen alle zu den Betten. Nee, weil sich nämlich, ich sage mal, was sich in meinem Leben verändert hat, dass ich dann nicht mehr so Zeit habe, also jetzt nicht so viel Zeit habe, wie jetzt im Moment so aufzunehmen. Und generell, ne, das ganze Programm halt aufnehmen, bearbeiten und so. Da habe ich dann generell halt dann leider keine Zeit mehr. Und deswegen, dass ihr euch nicht wundert, warum, keine Ahnung, mal 2 bis 4 Wochen oder sogar vielleicht noch länger, was ich aber nicht hoffe, keine Videos kommen, weil ich halt einfach denn im Moment keine Zeit halt für YouTube habe. Ich sag mal, ich mache das ja auch im Moment hobbymäßig eher. Und deswegen ist ja klar, ne, wenn man halt irgendwie ne privat da zu tun hat halt, ne, ich sag mal, wenn man das ja hobbymäßig macht, dann hat man ja, sag ich mal, zwei Leben, einmal sozusagen das Real Life und einmal das YouTube so. Obwohl das ja auch Real Life ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist das halt, ja, das wollte ich halt auch nochmal sagen. Und ja. Aber so geht's ja halt vielen YouTubern, sag ich mal so, die das, ne, sag ich mal, ihren Weg da gehen und halt noch nicht fertig sind und so. Auch Jüngere oder so in meinem Alter halt, die da so dingsen. Und deswegen, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum nimmt sie schon wieder nicht auf oder macht und tut. Ne. Dass sie da einfach. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe das Wichtigste jetzt gesagt. Das waren eigentlich nur die Sachen, die ich klarstellen wollte, sage ich mal so. Und ja. So, ob ich keine Punkte bekomme, also nicht genug, um einen Stern zu erhalten.
Ach, das ändert sich auch nie, ey. Oh Mann. Tja. Was ist das? Ah, eine verlorene Nacht ist da sogar. Aber weiß nicht, ob ich das immer. Ja, wir können es ja schon mal lesen. Weiß nicht, ob ich das immer erst gelesen habe oder erst gewartet habe, bis auch das andere da ist, aber ich lese es jetzt einfach jetzt schon mal. Von John Summer an Mathilda Hart. Ich glaube, das ist die Mutter. Krankenhausaufenthalt von Allison Hart. Das Richtige ist doch das hier oben, ne? Achso. Hä, aber was ist denn das? Untersuchungsergebnisse wie James Mason Hamilton? Achso, das haben wir schon mal, glaube ich. Oh, wie komme ich jetzt schon wieder? Oh, wie komme ich denn jetzt dahin? Oh, ich wollte doch die verlorene Nachricht. Jetzt habe ich es echt komplett verschissen, oder? Weil ich will doch die Nachricht lesen, aber irgendwie muss ich da. Oh. Ey, ich bin auch so ein Trollo, ne? Oh Mann, ey. Ne, wir machen einfach weiter. Wir können endlich ein Hauptlevel abschließen. Da habe ich auch eher Lust drauf, muss ich sagen. Und ja, dann tun wir das. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Bleib stark. 56. Schicht. Helfe Freddy 5-mal. Wie sahen die Stationen eigentlich aus? Achso, oh, ich bin auch so. Krankenhausfahrplatz Munde. Ey, was ist mit mir los? Ich bin jetzt total verwirrt, ey. Sind die zusammen? Etwas weniger stylisch, als ich gehofft hatte, aber das muss dann wohl reichen für dich, ne? Natürlich habe ich schon all meine Rotationen absolviert. Ich bin ja auch Overbrainer. Und noch zwei zusätzlich, falls du es wissen musst. Ich bin nur hier, um Freddy zu unterstützen. Ich bin aus therapeutischen Gründen hier und das hier ist meine ganz eigene Pflegerin. Hast du meine Chai-Tee-Sondermischung von Chance Gold? Natürlich, Schatz. Ja, die sind echt zusammen. Oh Gott. Und eine extra Proteinriegel für den Fall, dass du müde wirst. Sieht aus wie so eine lange Tablette als ein Riegel oder so eine Wurst oder so. Wie auch immer. Freddy, ich habe gehört, dass du Stelle bei Ermi bekommst. Freddy, ich habe gehört, dass du die Stelle bei Ermi bekommen hast. Dachte ich schon, ich hab schon wieder. Naja, ist auch egal. Glückwunsch. Pfoten weg, Kleine. Der gehört mir. Junge, ich glaube, die dreht jetzt auch völlig durch. Als ob ich ihn nehmen würde. Also selbst... Also ich muss sagen, mein Typ ist es nicht. Jetzt passt sie auf, oder was? Wie so ein Hund. Fällt sie mir auch gleich an, oder... Junge, Alter, ich bin nicht so wie sie, dass ich mich gefühlt an alles ranschmeiße, was ich sehe. Oder da irgendwie jemanden benutze da, weil ich irgendwas... K.A. Keine Ahnung, wie ich das jetzt weiter beschreiben soll, deswegen lasse ich es einfach. Ui. Bei der Nahtversorgung geht es darum, die richtigen Punkte mit Hilfe des chirurgischen Fahnens zu verbinden. Ja, einfach so, oder nicht? Und vergiss nicht, je schneller du bist, desto mehr Herzen verdienst du. Ja, das ist ja klar. Also, dass sie mir das in der letzten Welt sagen, das finde ich echt... Oh. Wahnsinn. Mhm. Oh. In der fünften Welt sagen die das mir einfach nochmal. Ich höre ihn, wo ist er? Da. Also muss ich wieder auffüllen und dann der dahin. Aber ich kann auch einfach so halten, seht ihr das? Also man kann auch einfach
die Maustaste links gedrückt halten und einfach so, so hin und her ziehen, weil man hat ja auch diese gestrichelten Striche gesehen. Geil, ne? Gestrichelte Striche. Die und oh, wo ist die Schere da? Was ist das für eine komische Schere? Das interessiert mich. Wofür nimmt man die? Ich finde es echt amüsant, dass sie echt da jetzt steht und aufpasst. Ich sag mal, ich verstehe es ja, wenn es ein Grund, also ich sag mal gut, die Allison, die ist ja jetzt auch nicht so unattraktiv, ne? Aber ne? Jetzt ist sie traurig, weil sie so einen Kuss ihm zugeworfen hat, aber ja. Lassen wir das einfach. Achso, ich kann da noch gar nicht, okay. Ich muss immer hier anfangen, okay. So, jetzt kann ich aber durchziehen, wie das aussieht. Stell mal vor, einer würde so die Nähte so machen. Ich hatte nur solche Fäden, als ich meine Weisheitszähne rausgekriegt hatte ja alle vier rausgekommen, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählt habe mal. Vielleicht auch nicht. Und da ne, kriegst du ja auch die Fäden halt rein. Also es sind zwar nicht solche Fäden, glaube ich, die sind ja so grünlich. Und ja, aber ob man auflösende nehmen kann, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte gar nicht die Wahl oder so, aber ich fand es jetzt auch nicht so wild. Also gut, bei mir war das Problem, dass halt das sich entzündet hat, weil das zum Zeitpunkt, wo die hätte rauskommen, hätte eigentlich müssen am Wochenende war und am Wochenende haben die ja zu, ne? Ist ja logisch und ja, da war das halt ein bisschen problematisch. Unwahrscheinlich, weil ich die, weil man muss ja dann so Entzündungstabletten nehmen, also schon im Faust dagegen und die habe ich, konnte ich halt die letzten Male nicht mehr nehmen, weil ja, ich das einfach nicht mehr runtergekriegt habe, die Tabletten, weil die musste ja alle paar Stunden nehmen, also gefühlt den ganzen Tag lang ja immer, ich weiß nicht, alle 3-5 Stunden oder so. Ja, das war auch eine Erfahrung, ey, die werde ich auch nie vergessen. So, dann würde ich sagen, 3800, nee, ich brauche ein bisschen mehr, dann gehen wir mal hier rein und machen die verlorene Nachricht, da können wir die ja einfach mal suchen und dann einfach wieder rausgehen. Das ist cool, das finde ich auch sehr gut, dass das so ist. So. Schrecklicher. Aber es war doch Miss Hart, oder nicht? Ey, sag mal, bin ich jetzt irgendwie angeforderte Mathilda? Krankenhausaufenthalt von Allison Hart. Liebe Miss Hart, ich wusste nicht, dass ich die toller. Queensborough, sie Stabilität, aber ja, das hatten wir ja schon, aber das kommt mir auch irgendwie sehr komisch vor. Achso, doch. Also es war schrecklicher Teil 3, irgendwie hat das hier komisch, naja, egal. Also von Earl Owen an Michael Owen. Gieß die Blumen, Sohn. Michael, ich werde so schnell nicht wieder zurück sein. Trudy sagte, dass man in Brasilien viel besser Urlaub machen kann als auf den Bahamas. Ich sagte, dass ich dir das nicht glaube. Daher fahren wir morgen zusammen nach Brasilien, damit ich ihr beweisen kann, dass sie falsch liegt. Ich weiß nicht, wann wir zurück sein werden. Dein Vater. Okay, aber gab's da nicht so einen Anfangssatz irgendwie? Oder bin ich... Ich habe einfach zu lange dieses Spiel nicht mehr gespielt. So schlimm. Ich merke das immer wieder. Ah, genau. Ich wollte gucken, ob wir Kisten aufmachen können. Ah, ihr habt die 4500. Dann können wir dingsen. Dann schnell wieder dahin. Ja. Oh, wir haben ja was Neues sogar. Extra Bett. Bett plus 1. Wartesessel. Geduld beim Warten. Handschuhe. Nee, ich möchte erstmal... Okay, den Tisch hier haben. Extra Tisch, Tisch plus 1. Ja, dann ist es auch schon wieder zu Ende.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich erstmal brauche, um überhaupt hier klarzukommen. Wieder mit dem Aufnehmen und so, aber ich glaube, das ist normal, wenn man 4 Wochen generell nicht mehr aufgenommen hat. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!